Ach Leute, Mist, ich hab's versaut, ey. Ich glaube echt, dass der Pyromagus sich da gekillt habe und dessen Waffe in den Sumpf gefallen ist. Das müsste ein normaler Feuerstab gewesen sein. Na toll. Willkommen zurück. Also, aber er ist ja noch da. Wisst ihr was? Ich versuche jetzt einfach mal die Stelle. Ich habe die Aufnahme überprüft, war ungefähr hier. Ich versuche jetzt einfach nochmal, ob ich irgendwie den Feuerstab aus dem Sumpf rausheben kann. Das wäre echt geil, oder? Wenn das irgendwie klappt. Oh Mann, das wäre echt so toll, ne? Aber okay. So, also wie gesagt, der Sensor schlägt richtig in die Richtung aus. Hier irgendwo. Ist halt, ich weiß auch nicht, ob das so klappt. Hier irgendwo habe ich halt echt diesen Feuerstab versinken lassen. Ach Mann. Na toll, ey. Wo ist denn wo? Feuerstab, kommst du hier vielleicht raus? Das wäre so geil, wenn das klappt. Du kannst einfach den versunkenen Feuerstab rausholen, aber ich glaube eher nicht, dass das funktioniert. Leider nicht. Der wird für immer verschollen sein. Na gut. Ach Mann, dann ist heute halt immer noch erste Tagesordnung irgendwie. Oh Gott. Sterben. Immer noch halt. Wir brauchen immer noch einen Feuerstab, Leute. Oder vielleicht gehe ich echt mal einfach so. Ich brauche ja auch noch zwei. Ich brauche ja auch noch zwei. Komm, vielleicht später mal wieder. Ich brauche ja auch noch zwei antike Reaktorkerne. So, also suche ich mir mal wieder so eine Kraftprobe schwer aus. Wo war hier nochmal eine? Hier, gehe ich einfach mal schnell hier nochmal hin. Noi. Das muss ich ja auch sowieso machen für das antike Schwert. Kann ich mir das noch holen und dann fehlt halt an sich bloß noch dieser olle Feuerstab. Vielleicht habe ich Glück, dass ich irgendwo noch anders ihn entdecke. Mann, so dumm, Mike, voll versaut. Vielleicht verbringen wir jetzt ein bisschen Zeit einfach, dass auch mal wieder der Blutmond kommt. Und dann wäre er wieder da, der Typ. Bloß dann würde ich den echt erstmal weglocken vom Sumpf. Mann, nur weil ich dachte, das wäre Wasser. Voll vergessen. Egal. So, ja, ist kalt, ich weiß. So, das Daumen drücken. Der muss so einen Reaktorkern droppen. Und dann halt noch leider ein zweiter. Oh, das ist so dumm, ey. Ja, immer so eine Farm-Dinger von so seltenen Sachen. Das ist echt mies. Aber ich würde halt schon gerne echt jetzt die Nebenquests heute in dem Part abschließen. Und so, bei dem ich mir für eine Waffe. Ja, komm. Das Mushin-Großschwert. So, und ich nehme natürlich wieder Donnerpfeile. Weil die schön blocken. So. Okay. Für schwieriger Typi, aber umso geiler ist auch seine Drop-Belohnung. Oh mein Gott. So. Dun dun. So mit dem Muschelgroßschwert, nicht die Windklinge, ne? Nee, okay, alles klar. Okay, komm her. So. Und. Ups. Na komm schon, schlag mal mit deinem Schwert zu, genau. Ja, schön daneben schlagen, Alter. Yeah. Wow. Na, 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 so doch nicht. So, oh Gott. Yeah. Und. Ah, oh, ist natürlich abgehauen. Was war das denn? So. Komm her. Wow. So. Nee. Hoho. Oh Gott, nein. Nein, nein, nein. Das machst du nicht. Außer zum Schluss kannst du gerne machen, weil da. Oh, verdammt. Okay, Großschwert ist im Arsch. Masterschwert funktioniert zwar wieder, aber komm hier, ich mach mal das Ding hier. Komm her. Ich weiß, damit mache ich es zwar übelst krass kaputt, aber ist mir doch egal. So. So. Okay. Ich will die Dinge alle mal kaputt machen. Ich nehme ja sowieso seine Waffen da wieder mit. So. Oh Gott, Mann, der Scheiß. So, halt, was jetzt? Komm, Master Sword. Mann, so kurz davor, ey. So kurz davor, ihn platt zu machen. Naja, gut, kurz hat er keine Chance mehr. Okay. Schön die Wächterachs mitnehmen. Ja, yeah! Okay, einen haben wir schon mal. Einen kleinen Reaktorkern haben wir schon mal. Sehr gut. So, her mit dem ganzen Scheiß, Alter, her. Okay, und ich will halt die fette Wächteraxt haben. Und die werde halt alles mitnehmen hier. Alles mitnehmen. Ich habe viel kaputt gebasht. So, abhauen. Gleich den nächsten schwierigen Tempel suchen. Wo war jetzt hier noch ein schwieriger? War das hier einer? Geht ganz schnell. Kraftprobe schwierig. Sehr geil. So, nochmal die Daumen drücken, Leute. Und dann. Ich muss, die zweite Waffe, die der Knirps sehen will, ist am schwierigsten zu kriegen irgendwie. Wegen allzu großer Blödheit. Naja, okay. Aber ich habe ein gutes Gefühl, Leute. Komm schon, der muss mal immer so ein Ding droppen, wenn nicht straight direkt nochmal zu einem nächsten Kraftprobe schwierig schreien. Und dann machen wir die alle fertig. Jetzt habe ich auch noch wieder neue antike Waffen. Die werde ich ihm um die Ohren ballern. Der wird noch schneller kaputt. Schön mit Elektrofeilen. Wird schon. So. Oder Ausschlag hier vom Dings? Nö.
Das wäre auch so ein schöner Zufall, ey, wenn du einfach immer denn so ein Pyromagi hier irgendwo in der Nähe hast. Wenn wir hier schon gerade durch die Gegend reisen, aber ich glaube nicht. Ah, wo könnte man denn noch? Ja, beim Turm der Wälder da, das habe ich echt vermasselt. Leider. Aber okay. Hilft nichts. Es hilft nicht zu weinen. So, nicht die falsche Axt nehmen. So, plus, plus. Boah, ich glaube, das wird plus, plus. So, die muss ich ihm halt um die Ohren ballern und die normale plus will er sehen. So, neuer Bossmann. Okay. Ja, wieder mit drei fetten Waffen, ey. Okay. Düdüm, badam. So, na Kumpel. So, schön geschockt hier und bam, bam, bam. Yeah, woo. Komm, schlag mal dein Schwert, sehr schön. Kann man so geil ausweichen. Alter, wie schnell das einfach geht. Was willst du denn jetzt machen hier? Was willst du denn jetzt? Hoho. Und komm schon, sei nett. Yes, alles klar. Das hätten wir. Sehr nice. Okay, das ging wenigstens mal schnell. Gott sei Dank. So, dann brauche ich auch keine anderen Waffen mehr. Gut, Leute. Dann wieder raus und irgendwo hoffen. Na, wo waren denn noch? War hier irgendwie noch einer so ein Feuerding? Ich muss jetzt einfach mal echt gucken. Bei irgendwelchen Türmen vielleicht. Einfach, wo denn da hoffentlich was ausschlägt. Irgendein Sensor. Ich weiß, das sind nur noch fette Wächter. Aber ich brauche halt diesen scheiß Feuerstab. Wo könnten die denn sein? Also, na, in der Wüste, da sind, glaube ich, Elektro-Dinger, weil da ganz viele Elektro-Gegner allgemein sind. In der Eiswüste sind halt auch Pyromagusse und, naja, vielleicht einfach auch im Todesberg. Ja klar, da könnte ich an sich auch mal hingucken. Beim Todesberg. Aber habe ich immer Schiss, ist nicht garantiert, ob das noch so eine unterlevelten Viecher sind oder ob das gleich so eine mega starken schon sind. Omega-Pyromagis oder so. So, hier kein Ausschlag, leider. Leider nicht. Vielleicht einfach mal hier mitten ins Zentrum fliegen hier. Hui. Oh oh. Düdüm, düdüm. Auf der Karte. Vor allem zeigt, wer hier auf mich zielt. Wow. Düdüm, düdüm, boom. Okay, ich glaube, hier bauen die Gegner, bauen die Entwickler nicht unbedingt. So was fettet ein, oder? Hyrule Garnisonsruinen. Oh, ist das neu? Ich glaube, das ist neu, wa? Ja, krass. Ist ein neues Gebiet entdeckt. Geil. Düdüm, badum, 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 boom. Okay, ne, hier ist nichts. Kein Bock. Okay, Leute, gehen wir mal gucken in die feurige Region des Todesberges. Ja, einfach mal. Oder auch vom Turm aus einfach mal rüber segeln. Einfach mal echt straight vom Turm aus lang fliegen, wenn irgendwo bling bling, denn wow, schnell fallen lassen und gucken. Aber wie ist denn mit den kleinen Reaktorkernen irgendwie übelst schnell, ey. Oh, Gott sei Dank. Dann hauen wir irgendwas weg, weil ich nicht mehr brauche. An sich würde ich schnell, um Platz zu sparen, weil das antike Schwert will ich dann erstmal behalten. Weil ich da schon mal. Ich wollte eigentlich, das sind ja auch andere Waffen, ne? Und die wollte ich mir eigentlich nie holen, weil irgendwie sehe ich das als Verschwendung an. Zwar hätte ich mir die holen müssen für Fotos, ne, aber die habe ich mir jetzt hier so gekauft. Geld gespart. Und die bessere Waffen oder noch andere Waffen, die ausreichend sind. Und deswegen hätte ich mir die Waffen nie gekauft. Außer natürlich die Rüstung, weil die sind mega geil. Aber das Schwert muss ich jetzt holen, also werde ich es auch schön behalten. So, hier kommen jetzt mit dem Feuer hier alle. So, jetzt ist ja auch gleich hier mega Hitze, wie sonst was. So, einfach mal so. Okay, und let's go. Hui. Hier sind überall Feuerquellen. Aber ich glaube nicht, dass hier irgendeiner am Updancen oder sowas ist. Ja, oder muss ich echt nochmal auf so einen Blutmond warten? Oh, ich habe gar keinen Bock drauf. Wo sind Pyromagi? Die jetzt zu suchen. Ich hatte doch einen. Ich glaube, ich muss echt bis zum nächsten Blutmond warten. Dann taucht er da am nächsten wieder auf. Und dann hat er wenigstens mal wieder Glück. Wartet mal. Ihr habt nicht irgendwie Feuerstäbe in diesem komischen dunklen Teil hier? In diesem dunklen Wald? Damit man da alles so anzünden konnte? Wartet mal. Vielleicht ist es in dem Wald. Da gehe ich jetzt mal hin. Weil ich glaube, da gab es welche. Wenn ich die nicht schon alle kaputt gemacht habe. Ich weiß nicht, ob Waffen respawnen. Keine Ahnung. Auch nach Blutmond oder sowas. Oder ich hoffe, vielleicht habe ich den Sensor vertrauen. Vielleicht habe ich da echt irgendwo einen Feuerstab übersehen. Und so, dass ich da irgendwie... Also ich bin mir eigentlich sicher, dass es da welche gab, neben den ganzen Fackeln, dass du einfach von Fackel zu Fackel das anzündest. Ich glaube, du hast auch Feuerstäbe da gekriegt. Also ich habe auf jeden Fall welche benutzt, ne? Aber ich weiß auch warum, weil ich die einfach genommen hatte. So, mal gucken. Ja, hier ist einer in der Nähe. Sehr schön. So, wo bitte? Ausschlag sagt nach da. So, dann muss ich trotzdem irgendwas hier mitnehmen. So. Jetzt muss ich nicht vorbeilaufen. Komm schon. Feuerstab.
Einfach mal A drücken die ganze Zeit? Nee. Oha. Ja, ich glaube, hier ist der Fette irgendwo, ne? Okay, hier ist nur leider eine Wand. Okay, das ist, glaube ich, echt. Das ist schlecht hier weg. Ich sehe absolut nichts. Ich kann hier irgendwo durch. Okay, bin ich irgendwo oben? Was zur Hölle? Oh, ich brauche eine Fackel, ey. Mann, habe ich sowas wie eine Fackel? Nee. Toll. Ich glaube, ich von Anfang an reinrennen müssen ins Anfangsgebiet oder sowas. Weil dann kriegt man ja Fackeln. So, Ausschlag ist immer noch da. Ausschlag ist immer noch da. Wo bin ich? Halt, warte mal. Liegt da? Ist er da? Ist er da? Das könnte doch sein, oder? Na, komm schon. Na? Das ist ein Feuerstab, Leute. Das ist ein Feuerstab. Ich hab einen. Was ist... Wo bin ich? Was zur Hölle? Ja, ein Feuerstab. Oh Gott sei Dank. Ich hab einen gefunden. Gut. Dann, was hauen wir weg? Was hauen wir dafür weg? Komm, die Schuppenlanze, die brauche ich nicht. Oder? Ist die wertvoll? Die brauche ich nicht, Mann. Yeah, okay, gut. Leute, hauen wir ab. Ziehen wir uns echt zurück und erledigen diese sehr, sehr aufreibende Quest. So. Yeah, gibt's einfach noch Feuerstäbe in dem Ding. Sehr schön. Ah, Leute, geil. Ich habe alle Nebenquests geschafft. Yeah. So, ich gebe jetzt halt, wie gesagt, doch mal ein paar Feuer ab, damit ich sowas wie Mobkeule und Feuerstab oder wieder wegfeuern kann. Weil dann hole ich mir eine Weile, sonst müsste ich einfach wegfeuern für das antike Schwert und das, Nee. Leute, freut euch, beim nächsten Part werden den schönen Monster gekloppt, Alter. Dann gehen wir schön uns die Hinoxe schnappen. Die machen wir alle platt, alle fertig. Markieren wir die nochmal alle schön. Die, die schon besiegt sind, habe ich ja, glaube ich, schon markiert, ne? Die Orte da. Deswegen, wenn man, also, ich muss nicht mehr so viele besiegen. Und dann sind wir eigentlich auch schon bald so weit, dass die Crocs dann kommen. So, ich muss mich erstmal wieder irgendwo hinsetzen und kurz nächtigen. Ach, ist das schön, ey. So. So, vor allem der Kleine gibt uns ja dann auch wieder Geld. Und dann habe ich echt auch die 1000 Rubine zusammen, die ich brauche, um das antike Schwert überhaupt noch zu kaufen. Ja, ich brauche nicht nur Materialien. Nee, nee. Der will auch Cash, will er haben. Cash. Bares. Aber an sich, wie gesagt, also wenn man sich informiert, wo alles sind, wo alles ist und so, dann geht es ja doch eigentlich recht schnell. Ich hab den Innenbus verkackt und ein bisschen lange Zeit da beansprucht, ich weiß, aber was lange währt, wird endlich gut. Sehr schön. So, da kommt ja schon an den Rand, der kleine Stüppi. Ja, geh zu dem Onkel mit dem Feuerstab. So. Na? Hm? Oh, hast du etwa einen Feuerstab? Wie schön, wie schön. Zeig schon her, okay. Ich glaube, ich muss den nicht mal ausrüsten, wa? Das würde dann bestimmt Link immer automatisch ausrüsten. So, der ist cool, wa? Voll nice. Unglaublich, ich hätte nie gedacht, dass ich sowas mal echt sehen würde. Wenn ich das Opa erzähle. Danke, dass du das gezeigt hast. Hier, bitte. Zwacken. So, nimm es nur. Mein Opa hat gesagt, ich soll es dem geben, der mir Waffen zeigt. Kannst du mir noch was zeigen? Was nehmen wir denn da? Also, ich hab's. Hast du schon mal eine Mobkeule gesehen? Tja, Opa sagt, dass man sowas hier kaum findet. Wenn du Erfolg hast, komm zu mir. So, gleich nochmal anquatschen. Hi, hallo. Ah, okay, cool. Reicht aus. Hast du da etwa eine Mobkeule? Du hast dran gedacht, zeig her. Ach, sehr schön. Jupp, einfach jetzt alles nacheinander machen. Guck dir diese fette Dinger an, ey. Voll geil. So, bleib wieder weg, ist gefährlich. Boah, sieht absolut tödlich aus. Danke. Hier für dich. Oh, geil, ein Fuffi-Soja. Nice. Nimm ruhig. Ich hab's von meinem Opa als kleines Dankeschön von ihm. Dann machen wir weiter. Wollte Opa gleich noch sehen, gleich hab ich's, genau, jetzt ist mir wieder eingefallen. So, hast du schon mal einen Doppelschussbogen gesehen? Tja, Opa sagt, dass man sowas hier kaum findet. So, hab ich. Ich hab auch einen Doppelschussbogen. Ey, bleib stehen, Kleiner. Kleiner, bleib stehen. So, geil, Mann. Hast du etwa einen Doppelschussbogen? Zeig her, Mann. Darf ich mal sehen? Bitte, bitte. Ja, hier, kurze Transition. So, zack. Geil, Mann. Der ist richtig cool, vor allem, wie Link guckt. So. Oh, ich hätte nie gedacht, dass ich hier im Dorf mal so etwas sehen würde. Danke, dass du mir das gezeigt hast. Hier, bitte. Alter, ein Fuffi. Nimm es nur an. Mein Opa hat gesagt, ich soll es dem geben, der mir Waffen zeigt. Ich will etwas als nächstes. Also, es war... Genau. Ich weiß es wieder. Hast du schon mal eine Windklinge gesehen? Also, mein Opa, als er jung war, hat er vergeblich danach gesucht. Aber wenn du es schaffst, komm bitte zu mir. Fertig. Der Waffenhaber wird immer aktualisiert. Oh, hast du etwa eine Windklinge? Toll, darf ich mal sehen, bitte? Hier, bitteschön, du kleiner Stüppi.
Die ist richtig geil. Boah. Nice und sauber verarbeitet. Boah, absolut tödlich, ey. Danke, dass du mir das gezeigt hast. Hier, bitte. So, und ich glaube jetzt bloß noch die Eislanze. Und dann wird er schon das antike Schwert sehen. Nimm ruhig. Ah, dein Honig, geil. So, ich hab's für meinen Opa. Was nehmen wir denn da? Also, ich hab's. Hast du schon mal von... Ach nee, Wächter-Axt Plus wieder unten sehen. Genau. Hast du die Wächter-Axt Plus mal gesehen? Tja, Opa sagt, dass man sowas... Alter, wie man dem hier geben muss. Boah, Alter, du bist ja richtiger Waffenhändler, ey. Wächter-Axt Plus. Geil. Zeig doch mal her. Ich bin ein richtiger Waffenarsenal-Typ hier, ey. Gibt's einfach nicht. So, bitte, mein Kleiner. Ziehst du Win. Obergeil. Boah, größer als ich dachte. Und meine Stimme gerade war lauter als ich dachte. Dankeschön. Oh, ich hab was für dich. Alter, nochmal ein Honey. Geil. Nimm es nur an. Mein Opa hat gesagt, ich soll es dem geben, der mir Waffen zeigt. Dann machen wir weiter, ey, der Kleine, ne? Gleich hab ich's. Oder sein Opa besser als er. Wollte der Opa denn. Mann, ist mir wieder eingefallen. Er möchte eine Eislanze sehen. Eine Eislanze. Hab ich auch dabei. Moi. Boah, hast du etwa eine Eislanze dabei? Zeig mal her. Okay, dann bam bam bam. So. Die ist auch richtig geil. Und die hatte ich sogar noch. Cool, wa? Oh, ich hätte nicht gedacht, dass ich hier im Dorf mal so etwas sehen würde. Die Texte wiederholen sich auch nach einer Weile. Hier, bitte. Wow, 300 Rubinen, geil. Nimm ruhig. Ich hab's von meinem Opa. So, und jetzt, das letzte, ne? Gleich habe ich's. Genau, jetzt habe ich's ihm wieder eingefallen. Er möchte, hast du schon mal von ein antikes Schwert gesehen? Tja, Opa sagt, dass man sowas hier nicht kommt, findet. Wenn du Erfolg hast, komm zu mir. Ja, das ist auch das Letzte, was er gerne möchte. Alles klar. Oh mein Gott. Okay, das Letzte. So, dann hau ich erstmal allen möglichen anderen Scheiß weg, weil ich echt nicht mehr brauche. Das Ding ist voll kacke. Das Ding ist auch voll kacke. So, die anderen Dinger. Sehr cool. Einfach den kleinen Jungen einfach lassen. So, dann jetzt ab zum... Ups, ich bin zum falschen Schrein. Ich wollte zum Akala-Institut. Oh nein! So, ich habe die nötigen Materialien und ich habe das Cash. Und dann ist die Quest erledigt. Oh, aber auch doch gleich wieder, kriegt man gleich wieder gute Laune, einfach zu wissen, ja, wieder ein großes Häkchen gemacht auf der To-Do-Liste in diesem Spiel. Wir haben alle Nebenquests, alle Schrein-Quests, alle Nebenquests, alle Erinnerungen haben wir und wir haben an sich alle Hauptquests, außer die mit Besiege Ganon, die bleibt irgendwie immer erhalten. Und die werde ich auch den schön als letzte Markierung einfach benutzen, weil es ja dann das letzte, was man dann markieren kann. Ja, sorry, ich bin falsch gewesen. Ja, sorry. So. Dahin bitte. Und ich muss auch noch das Minispiel machen. Dieses tolle Minigame. Ich glaube, wegen der Zeit, da probiert das heute auch noch aus. Oh, das wäre der Hammer, ne? Wenn ich jetzt noch hier in dem Part Minigame schaffe, mit dem Bogen auf Anhieb. Oh, das wäre der Hammer. Also, ich habe nochmal geguckt. Er sagt ja wirklich, ich muss mehr als 20 Punkte machen. Ich hoffe, es reichen 21 aus. Sonst irgendwie, weiß ich nicht. Oder nicht, dass es irgendwie, weil 25 Ziele sind tatsächlich. Und irgendwie, naja. Und wie gesagt, wenn das echt nicht klappt, dann mach ich Pay to Win, Alter. Und nehme mir einfach den Lichtschattenbogen. Materialien eingeben, bitte. So. Steht zu Diensten. Also, ein antikes Schwert. Oh, mir fehlt eine antike Feder. Nein, jetzt fehlen mir antike Federn. Oh nein, ich hätte die echt nicht so ausballern dürfen. Antike Federn, ernsthaft? Naja, toll. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. So, jetzt reicht's. Jetzt hab ich euch Schnauze voll. Machen wir ein bisschen Kleinholz. Gibt's doch nicht, ey. Noch 7 Stück? Ach, komm schon, die werde ich jetzt noch schnell zusammentragen. Los. Los, 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 los. Los, 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 los. Voll verkackt, ey. Brauche ich noch antike Federn. Ja, ich hab wohl doch, glaube ich, ein bisschen zu viel Materialien damals gegen Moni eingetauscht. Aber was soll's. So, komm, dann mach ich jetzt auch noch hoffentlich schnell... Mit hier. Natürlich mit antiken Waffen. Soweit die ich nicht mehr brauche. Und dann auch mal meiner geilen, dicken Rüstung hier. So, Leute. Und dann die Dinger, die fetten Wächter lassen ja echt immer richtig viel fallen. Ist ja gerade geil. Hui! So, was ist hier los? Du willst dir aufs Maul, Mann? Okay, pass auf. So. Einer ist down. Geil, Mann, nur antike Schrauben, was soll das? Wow! Nee, ich will aber nicht mein Schild kaputt machen. Ich nehme mal hier so ein Ding. Alter, Link kriegt so viel Damage, ne? Alter, kannst du mal wieder auf mich aufstehen lassen hier? Gott ist Gott. Was, Gott ist Gott? Nein, um Gottes Willen, würde ich sagen. Wow! Hoho! Wow! Alter, von den eigenen Typen abgeballert. Okay. Ah, oh, Schild gleich im Arsch. Klasse, ey. So.
Ich glaube nur die echt großen. Die echt großen werden halt nur ganz viel so eine Sachen fallen lassen. So, keine antike Feder haben wir. Sehr schön, wie viel habe ich jetzt inzwischen? 9. Achso, Alter! Okay. So, Schild. Yeah! Alles klar. Oh, da ist noch einer. So. Jawohl, noch mehr antike Federn. Und. Aua, oh, gerade Schild zerballert. Okay, komm, Kumpel. Achtung. Ich habe immer noch Darunia ausgestellt. Hups, warum eigentlich? Darunia, mach mal wieder an hier. So. Alles klar. Jetzt halt noch die Großen, die sollten wir eigentlich echt locker bringen, denn. So. Toll, nur Achsen und so weiter alles. Ich brauche noch. Hups. Nein, ich habe aber. Siehst du noch 4? Na komm, die lassen die hier fallen. Das lassen die hier fallen. So, Achtung, erstmal. Schön die Beine hier alles abschneiden. Ups, kaputt gegangen. So, dann mal die. Ups, nee, dann mal die Kleine hier nehmen. So. Ui, 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 ui. Das macht Spaß. Alles. Oh, ist schon tot. Oh. Oh, der hat aber viel hier. Alter, richtig schon viel fallen lassen. So, gut, okay, der war dann doch echt ein kleines Übel nur. So, jetzt habe ich auf jeden Fall genug. Ja, geil. So, jetzt raus hier. So, wartet nochmal. Muss das nochmal schnell erledigt werden? Was soll's? Und ich glaube, jetzt brauche ich wirklich keine antiken Materialien mehr. Tatsächlich. Gott sei Dank. Keine antiken Materials. Oh, nein. Ja, aber ich werde versuchen, natürlich trotzdem einen noch zu behalten. Ich habe auch noch so viele antike Reaktorkerne. Aber man weiß ja nicht, was die DLCs bringen, ne? Bald ist es soweit und dieses Let's Play wird mit dem DLC fortgeschritten, ne? Und deswegen weiß man nicht, was da noch alles. Da gibt es ja auch neue Rüstungen. Man weiß, was die alles wollen. Wenn man fällt denn wieder ein, ja, antike Dinger brauchst du jetzt unnormal. Egal. So. Was willst du, Mann? Steht zu Diensten, so ein antikes Schwert, bitte. Zack. Aus 1000. Na klar. Vorgang läuft. Bip, bip, bip. Bip, bip, bop. So. Bitteschön und weiter. So, danke. Ja, die ganzen antiken Sachen, wisst ihr? Keine Lust. Die holt mir nicht. Nee. Boah, antiker Riesenkern braucht man dafür. Nee. Das Ding habe ich ja schon. Die Rüstung, die war am wichtigsten und am geilsten. Obwohl die Waffen echt cool aussehen. Da muss ich ja echt sagen. Sehr schicke Dinger. Aber da gucke ich mir echt lieber, anstatt Materialien zu farmen, gucke ich mir das echt lieber als Foto. Habe ich länger was von. So, schnell mal snacken hier. Okay. Alles wieder voll. Und dann geben wir jetzt diese Quest ab. Ja, ja, ja. So. Ach, ein Traum, Leute. Wir haben es echt geschafft. Hat auch noch ein bisschen gedauert, aber was soll's. Ist halt, habe ich aber auch schon bei euch gelesen, von wegen, als ich diese Quest das erste Mal entdeckt hatte, waren schon Kommentare davon wegen, oh, cool, Marcel hat die nervigste Quest von allen gefunden. Also ja. Also muss ich Ihnen die wissen haben, dass das mal so ein bisschen sich über mehrere Parts hingezogen hat. Na doch, klar musst du schlechte Wissen haben, du bist böse. Oh, Verzeihung. So, ist noch mitten am Tag. Der kleine Junge muss ja nur rumrennen. Und wenn, ich habe ihn eh markiert. Mal gucken, ob denn irgendwas Cooles jetzt kommt, weil man echt alles abgeschlossen hat. Ob da irgendeiner was nochmal sagt, von wegen irgendwie. Kommt so Zelda nochmal, Link, Link, du hast allen Menschen geholfen. Du bist echt cool. So, Pippi. Na, Mann? Oh, hast du da etwa ein antikes Schwert? Zeig doch mal her, Mann. So, das setze ich, glaube ich, nie ein oder nur zu besonderen Anlässen. Mal gucken. So, guck dir diese geile Dinger an, Alter. Voll kurz und klein irgendwie. Oh, das sieht ja noch viel besser aus als die Zeichnung im Buch. Danke, dass du mir das gezeigt hast. Hier, bitte. Okay, nochmal einen Diamanten. Das war von meinem Opa. Er wollte, dass ich es dem gebe, der mir immer die Waffen zeigt. Alles in Ordnung. Okay. Danke für alles, was du mir gezeigt hast. Opa freut sich sicher auch. Mach's gut. Yes. Der Waffener. Geschafft. Oh, Gott sei Dank. Die Monster von Athenostrand wurden vertrieben. Vielen Dank für ihre Mithilfe. Geil. So, Leute. Wir haben 76 von 76 Quests geschafft. Oh, Alter. Richtig toll. So. Und ansonsten hier haben wir auch... Schade, dass hier nicht irgendwie steht, irgendwie 18 von 18. Okay, wäre vielleicht auch ein bisschen hinfällig, aber an sich, wir haben alle Erinnerungen, alle Nebenquests, alle Schreinaufgaben und an sich auch alle Hauptziele abgeschlossen. So, das kann ich jetzt für immer markieren, weil es gibt nichts anderes mehr zu markieren. Sehr schön. Ach, Leute, cool. Die große Welt ruft. Ja,
Sie ruft uns jetzt auch im nächsten Part. Ich schaffe doch nicht mehr mit dem Bogen schießen. Im nächsten Part ruft sie uns wieder. Ich werde Vorbereitungen treffen und die ganzen Hinoxe markieren. Und dann bin ich mal gespannt, wie viele wir da pro Part schaffen. Aber an sich, ich kann mich überall hinbeamen. Ich glaube, es gibt auch wirklich nicht welche, die irgendwie abartig weit weg sind. Und ein paar Totenköpfe habe ich hier schon. Die sind auf jeden Fall schon besiegt worden. Also, das wird schon. Wird schon. Ja, und das habe ich auch noch offen. Alles klar. Naja. Leute, aber vielen Dank fürs Zuschauen. Warte mal, ich koche noch ein bisschen. Ich muss noch ein bisschen was kochen. Leute, noch nicht abschalten. Ihr müsst doch sehen, wie ich koche hier. Wartet mal. Ich muss doch hier noch ein bisschen was... Warte, was ist eigentlich, wenn ich sowas hier koche? In die Hand. Wenn ich 5 Stück davon mache, ist das dann immer komplett ein Full Heal? War das so? Ja, ne? Nee, was denn das? Toll. Sehr scheiße. Ich brauche Full Heal. Das geht aber anscheinend echt nur mit so einem... mit so einem Maxi-Rüben oder sowas. Ach, mach ich ja wieder ein paar. So, mit eben so einem Ding. Reicht ja mal komplett aus. Und dann hat man Full Heal. So, voll Heilung plus 3. So, dann gleich nochmal. Dum-dum-dum. Bum-bum. In die Hand. Dum-di-dum-di-dum. Und in die Hand. La-la-la-la-la. Weiß, bei den Hinoxen werde ich zwar nicht benutzen müssen, aber ich habe halt gerne Sachen im Inventar. Schwert-Boostungstrank brauche ich auch nicht mehr. Ach, Quatsch. So. Nur mal ein paar Mal volle Heilung. Warum nicht? Dum-bam-bi-dum. Da-la-da. So, okay. So, dann gehe ich wieder schon mein schönes Häuschen. Ja, ich glaube, ich guck mal, ob ich bis zum nächsten Mal wieder ein bisschen Amiibo-Sachen mache hier. Denn den brauche ich für das Minigame, den brauche ich für das Minigame, Mann, ey. Mit einer Reichweite von 8000, sprich, ich treffe immer. Ja, aber ich will mal nochmal Amiibo machen, weil dann gibt es ja noch einen schönen Schild, den ich mir hier hinhängen möchte. Und, warte, wisst ihr was? Hänge ich mein Schild hier hin, mein Helia-Schild. Obwohl, der ist so cool. Na komm, zack. So. Dann gibt es halt noch ein Schild, der hier schön hinpasst. Die ganzen Waffen hier. Okay, das Schwert sieht ein bisschen dumm aus, wenn er da so komisch hängt. Aber egal, was soll's. Wir haben die ganzen heiligen Waffen. Da fehlt bloß noch irgendwie ein cooler Bogen, der da hin muss. Weil ich habe irgendwie keinen Newton mehr, der da irgendwie hinpasst. Am besten eine sicher... am besten ja so ein Chimärenbogen, ne? Weil der ist ein ultimativer Sieg irgendwie. Aber nee. Naja, gut. Okay. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen beim nächsten Mal. Unser Ziel ist wieder klar. Ich kann erstmal auch... Warte mal, ich kann auch noch schnell den Sensor ausstellen. Shika-Sensor. Ich glaube, ich mache den echt mal... Ich mach den echt mal aus, weil ich brauche ihn ja jetzt nicht mehr. So. Und Leute, ihr könnt es auch ausmachen. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Part hier wieder bei Breath of the Wild. Ciao!